Das erste Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist: Gott ist der Herr der Geschichte. In Zeiten wie der, in der wir zurzeit leben, müssen wir an dem alten prophetischen Wort festhalten. Es zeigt uns, dass wir es in allen Katastrophen, in den natürlichen Katastrophen und auch in denen, die sich Menschen selber machen, dass wir es trotz allem doch immer mit Gott zu tun haben. Martin Lloyd-Jones schreibt: Gott ist der Herr der Geschichte. Er thront im Himmel und die Völker sind vor ihm wie Grashüpfer, ein Tropfen am Eimer oder wie der Staub auf der Waage. Die Bibel besteht darauf, dass Gott über allem thront. Er stieß den Gang der Geschichte an, er kontrolliert ihn und er wird ihn zum Ziel bringen. Nie dürfen wir diese wichtigste Tatsache aus den Augen verlieren. Ereignisse passieren nicht einfach so aus Zufall, sondern für die Geschichte gibt es einen festen Plan, der von Anbeginn an vorbestimmt ist. Gott sieht das Ende vom Anfang her und hat mit allem eine Absicht. Er weiß Zeiten und Stunden. Freilich kommen wir in Zeiten wie diesen, in denen wir heute leben, an das Ende unserer Vorstellungskraft. Wir können es uns einfach nicht mehr vorstellen, dass Gott immer noch alles im Griff hat. Martin Lloyd-Jones empfiehlt uns hier folgende Schritte. Erstens, zuerst müssen wir unsere Probleme Gott anbefehlen. Das tun wir sicher durch das Gebet, aber Martin Lloyd-Jones empfiehlt hier noch etwas anderes. Das tun wir ganz praktisch dadurch, dass wir zu den Problemen Abstand gewinnen, dass wir uns innerlich loslösen. Wenn wir Gott unsere Probleme gesagt haben, dann müssen wir auch loslassen. Dann müssen wir sie auch bei ihm lassen. Asaf spricht davon, dass er in das Heiligtum Gottes ging. Habakuk stellte sich im Geist auf einen Wachturm. Beides Bilder für das Abstandnehmen. Zweiter Ratschlag: Wenn wir beten und Gott etwas anbefehlen, müssen wir auch erwarten, dass er antwortet. Gottes Antwort kann auf die unterschiedlichsten Weisen zu uns kommen. Wir sollten uns deshalb nicht festlegen. Und Gottes Antwort kann auch inhaltlich ganz unterschiedlich ausfallen. Sein dritter Ratschlag: Nicht zuletzt sollen wir abwarten, wir sollen auf Gottes Antwort warten und nicht nachlassen im Warten. Daran zeigt sich, ob wir wirklich glauben. Menschen des Glaubens beten nicht nur, sie erwarten auch Antworten und sie warten auch. Gott schickt Katastrophen und das schreckt uns. Aber er kontrolliert sie auch und das soll uns trösten. Noch einmal: Gott schickt Katastrophen und das schreckt uns. Er kontrolliert sie und das soll uns trösten. Wir haben es auch und gerade heute immer und ganz allein mit Gott zu tun. Wir haben eine weltweite Katastrophe über uns und anstatt zu streiten, sollten wir sie als Vorbotin für den noch viel schrecklicheren Tag des Herrn sehen und verstehen. Der ist heute näher als zur Zeit Joels, näher als zur Zeit Jesu und näher, denke ich, als wir es manchmal denken. Ich denke, wir haben uns einen sehr entspannten Umgang mit diesem Thema angewöhnt, mit dem Thema Tag des Herrn. Einen zu entspannten Umgang. Wir verdrängen die Botschaft vom Tag des Herrn. In der Bibel hat er verschiedene Namen und das zeigt, wir sollten ihn nicht verdrängen. Er wird auch Tag der Rache des Herrn genannt.
Tag des Grimms des Herrn, Tag des Zorns des Herrn, Tag des Schlachtopfers des Herrn, an dem Menschen abgeschlachtet werden, Tag des Schreckens und der Verwirrung und des Niedertretens. Das passt aber auch zu den Beschreibungen, mit denen der wiederkommende Messias Jesus geschildert wird. Er kommt mit der Anweisung und dem Auftrag Gottes: Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Jetzt kommt der Auftrag: Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Psalm 2. Das ist Jesus. Und bei seiner Rückkehr aus der Schlacht fragen ihn die Seinen befremdet: Warum ist denn dein Gewand so rotfarben und dein Kleid wie das eines Kältertreters? Und Jesus antwortet: Ich trat die Kälte allein und niemand unter den Völkern war mit mir. Ich habe sie gekältert in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm. Da ist ihr Blut auf meine Kleider gespritzt und ich habe mein ganzes Gewand besudelt. Ich habe die Völker zertreten in meinem Zorn. Was für ein Jesusbild. Ich denke, wir sind da viel zu entspannt, wenn es um den Tag des Herrn geht. Und wir sind schnell dabei und sagen, dass uns das ja gar nicht betrifft. Hören wir dagegen, wie Winfried Meißner in seiner Auslegung Joel 2 auslegt. Die Aussage, dass Gott Anführer eines unaufhaltsamen apokalyptischen Heeres ist, eines Heeres, das darauf aus ist, die Stadt Gottes zu erobern, muss auf die ersten Empfänger der prophetischen Botschaft Joels schockierend gewirkt haben. Denn wenn Gott in der Geschichte Kämpfe führte, dann immer auf der Seite seines Volkes. Die Aussage des Propheten dagegen ist nun, dass Gott an seinem Tag ein Heer anführen werde, das gegen sein Land und seine Stadt streitet. Das setzt voraus, dass der Bund Gottes mit seinem Volk nach dem Abfall von Gott in Frage gestellt ist. Bereits die landwirtschaftliche Katastrophe zur Zeit Joels war ein Anzeichen dafür. Joel kündigt hier also an, dass Gott mit einem unaufhaltbaren Heer sein Land und seine Stadt für sich zurückerobern will. Gott kämpft gegen sein Volk. Das ist erschreckend. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, dass wir Christen nicht so gut dastehen, dass das Gericht Gottes an uns, ausgerechnet an uns, spurlos vorüberziehen könnte. Gott hat Israel nicht verschont. Wie viel weniger wird er uns oder unser Volk verschonen? Wir müssen wieder neu das Erschrecken vor Gottes Zorn und seinem Gericht lernen. Sonst lernen wir ihn auch nicht recht fürchten. Helmut Frey schreibt: Wer die Schrecklichkeit des Tages des Herrn gesehen hat und verstanden hat, für den gibt es nur eine einzige Folgerung: Zu spät. Diese Schlussfolgerung ist eine Frage der Vernunft. Damit kommen wir zur Kernbotschaft der Botschaft Joels. Wie sollen wir uns heute verhalten? Wie sollen wir uns angesichts der derzeitigen Katastrophe, vor allem aber angesichts des kommenden Gerichts, verhalten? Wie sollen wir leben? Die einen lehnen sich heute selbstgefällig zurück und kündigen der bösen Welt das Gericht Gottes an, ohne dabei zu zittern, als ginge sie das selbst überhaupt nichts an. Die anderen freuen sich in Genugtuung, geschieht ihnen doch recht, rufen sie, als ob auch nur einer von uns leben könnte, wenn ihm recht geschehen würde. Ich wiederhole den Satz. Als ob auch nur einer von uns leben könnte,
wenn ihm Recht geschehen würde. Wieder andere hetzen gegen die Obrigkeit, die die Posaunen blasen lässt und die verzweifelt versucht, ihr Volk in dieser Katastrophe zu schützen. Sie zweifeln an der Aufrichtigkeit der Regierenden, vielleicht zu Recht. Trotzig bleiben sie auf den Mauern stehen, widersetzen sich der von Gott eingesetzten Obrigkeit, obwohl der Alarm der Posaunensirenen sie in die Häuser schickt. Andere sehen die Heuschrecken und wollen sie doch nicht sehen. Es gibt keine Heuschrecken, schreien sie. Wieder andere sprechen emotionslos von der Souveränität Gottes, dem es auch im Gericht nur an seiner Herrlichkeit Gelegenheit ist, nicht wissen wollend, dass sie mit solch einer Theologie Gottes Herz brechen. Und sie alle sind Christen. Und bisweilen ist die Scham, die ich deshalb empfinde, sehr unerträglich. Wie sollen wir stattdessen handeln? Der erste Punkt, den wir heute noch besprechen, heißt: Gottes Gnade muss unser Handeln bestimmen. Gott ist nämlich anders. Wir sollen auch anders sein, gerade in den Katastrophen. Jetzt kommt das Kernstück des ersten Teils des Prophetenbuchs bei Joel. Alles andere dreht sich in diesem Buch um diese Achse. Wir lesen Joel 2, die Verse 12 bis 13. Doch auch jetzt noch ist es eben nicht zu spät, aber es ist höchste Zeit zur Umkehr. Gottes Wort setzt dem Erschreckten zu spät ein gewaltiges Dennoch entgegen. Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Das heißt beides. Ihr dürft umkehren und ihr sollt umkehren. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig. Gnade meint hier die ungeschuldete Gunst des Hohen, der sich zum Niedrigen herablässt. Er ist barmherzig, wie eine liebevoll schützende Mutter. Er ist geduldig, wörtlich. Er hat den langen Atem und er ist von großer Güte. Und es gereut ihn bald die Strafe. Soweit der Text. Gott lässt sich gerne dazu bewegen, dass er ein geplantes Gericht aussetzt, dass er es aufschiebt. Er ist souverän, ja, aber er ist kein eiskalter Souverän, der durchzieht, was er vor Grundlegung der Welt geplant hat. Er ist ein gnädiger, barmherziger und geduldiger Gott. So kennen wir Gott ja schon von der Offenbarung in 2. Mose 34, wo er sich bei Mose offenbarte mit diesen Worten: er ist gnädig, barmherzig und geduldig. Aber das, was nun bei Joel noch dazukommt als viertes, das geht weit über 2. Mose 34 hinaus. Es gereut ihn bald der Strafe. Es gereut ihn bald der Strafe. Reue bei Gott? Auf der einen Seite heißt es von Gott, dass er kein Mensch ist und ihn deshalb auch nichts gereut. Seine Erwählung Israels und sein Plan, den er damals hatte, sein Volk in das gelobte Land zu bringen, die stehen felsenfest, musste Bileam erkennen. Genauso fest steht auch seine Verwerfung Sauls. Gott hat nicht wie wir Sünder irgendetwas zu bereuen. Und doch heißt es hier: es gereut ihn bald der Strafe. Wie können wir diese zwei Seiten Gottes miteinander vereinbaren? Nun, wenn hier von der Reue Gottes die Rede ist, dann bedeutet das nicht, dass Gott eine falsche Entscheidung getroffen hat und er jetzt erkennen muss: ja, das war falsch, ich muss meinen Plan ändern. Es zeigt hier vielmehr, dass Gott auf das veränderte Verhalten der Menschen eingeht.
Wir haben es hier nicht mit einer Änderung des Heilsplans zu tun, sondern allein damit, dass Gott die schrecklichen Folgen der geschichtlichen Heuschreckenplage gerne in Segen verwandelt. Und weil Gott gerade diese Umkehr will, kann weder von einer Begrenzung noch von einem inneren Widerstreit bei Gott die Rede sein. Wo es den Menschen reut, reut es Gott auch der Strafe. Nun ist Gott die Strafe so zuwider wie dem Menschen seine Sünde. Nun, dass es Gott gereut, dass er gnädig und barmherzig ist, das ist natürlich eine kühne Aussage. Aber gerade das ist die frohe Botschaft. Gott kehrt um zum Menschen, heißt es da wörtlich. Nachdem der Mensch von Gott weggelaufen ist und sich rettungslos verlaufen hat, kommt Gott zum Menschen. In Jesus Christus, das ist Weihnachten. Und an dieser Wende Gottes, an dieser Umkehr Gottes, liegt alles. Es geht hier nicht um die Rückkehr des göttlichen Mitleids, nachdem er zuerst zornig war, sondern es geht um die persönliche Zuwendung zum Sünder, um das Suchen des Verlorenen, wie es in Lukas 15 auch heißt. Gottes Gnade bestimmt unser Verhalten also auf zweifache Weise. Erstens rufen uns die Gnade, die Barmherzigkeit und die Langmut Gottes zur Umkehr. Deshalb, weil Gott so ist und nur deshalb dürfen wir umkehren. Und zweitens, diese Umkehrbereitschaft Gottes darf und soll auch für unser Verhalten mit unseren Mitmenschen der Maßstab sein. Wir sollen barmherzig sein, wie unser Vater barmherzig ist, wie es ja in der Jahreslosung für 2021 heißt. Im nächsten Teil geht es weiter mit dem Thema, wie wir uns in unserer Zeit verhalten sollen. Dann geht es um die Fragen, wie wir uns dem Leid stellen sollen und wie wir auf die unverdiente Gnade Gottes reagieren sollen.